Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema für euch, in dem Fall bei einem Mini. Aber das Video kann natürlich auch für jeden BMW angewendet werden. Denn jeder BMW wird früher oder später Probleme mit dem Steuergerät für die Beleuchtung bekommen. Das ist ein typisches Problem aller BMW-Fahrzeuge und man muss halt schauen, wie man dieses Problem halt beseitigt. Es gibt mehrere Probleme in diesem Bereich und wir werden in dem Video auf die verschiedenen Sachen eingehen und zu den Lösungen auch was dazu sagen. In dem Fall haben wir ein 2009er, 2010er Mini und bei diesem Fahrzeug hat der Kunde einfach die Batterie gewechselt. Nach dem Wechsel der Batterie gehen viele Funktionen der Beleuchtung nicht. Das heißt, die Blinker gehen nicht, die Fensterheber gehen nicht und viele andere Sachen auch. Das ist ein eingebauter Softwarefehler, den wir in diesem Steuergerät haben und der sorgt dafür, dass diese ganzen Komponenten nicht funktionieren. Der Kunde hat da den Fehler wahrscheinlich schon seit einem Jahr im Fahrzeug, aber der weiß davon nichts. Das heißt, erst wenn man das Fahrzeug oder das Steuergerät resettet durch eine Diagnose oder durch einen Batteriewechsel, zum Beispiel oder Klemmwechsel, dann erst merkt man, dass das Problem kommt. Dieses Problem kann man auf verschiedene Arten beseitigen. BMW tauscht in dem Fall dieses Steuergerät aus. Das Austauschen ist eine Sache. Das heißt, man liegt preislich je nach Modell zwischen 7 bis 800 Euro, um das Steuergerät zu tauschen, inklusive Einbau und Kodierung. Aber nicht die hohen Kosten sind das einzig große Problem, denn diese Steuergeräte sind momentan nicht lieferbar. Das heißt, wenn du sogar so ein Steuergerät haben möchtest für das viele Geld, ist das nicht möglich. Plus, wir haben das große Risiko, wenn wir ein neues Steuergerät bei BMW einbauen, müssen wir das gesamte Fahrzeug auf den gleichen neuen Softwarestand bringen wie das neue Steuergerät. Und bei so einem Fahrzeug haben wir normalerweise Steuergeräte, die sind 10, 12, 13 Jahre alt und wir haben hier fast 20 Steuergeräte. Und jedes Mal habt ihr das Risiko, dass das Steuergerät kaputt gehen kann. Das Motorsteuergerät kostet über 1000 Euro, das Tacho, ABS-Steuergerät und. Und jedes Mal hat man das Risiko. Wir haben andere Möglichkeiten. Entweder man kann die Software dieses Steuergeräts wiederherstellen. Die Wiederherstellung der Software ist relativ unkompliziert. Da gibt es verschiedene Anbieter, die euch das auch anbieten können, ist auch eine super Sache. Das Problem ist nur, was bringt es euch, eine fehlerhafte Software wiederherzustellen, denn das Problem wird irgendwann wieder passieren. Das heißt, vielleicht hat der Anbieter Glück und das Problem passiert nach einem Jahr, dann bezahlt er nochmal für die Reparatur. Wenn er aber Pech hat und ihr sowieso, dann passiert das Problem häufiger oder beziehungsweise häufiger und ihr müsst das Steuergerät wieder hinschicken. Um diese ganzen Problematiken aus dem Weg zu gehen, haben wir einen Anbieter gefunden, wo wir eine modifizierte Software kaufen, um dieses Problem dauerhaft zu lösen. Denn wir haben sehr viele Kunden aus dem Ausland, die uns Sachen zuschicken und wir möchten mit diesem ganzen Hin- und Her-Versand uns einfach den Ärger sparen und vor allem auch euch den Ärger sparen, weil um ein paar Euro zu sparen, lohnt es sich nicht, das Risiko einzugehen, dass irgendwann fängt oder hört das halbe Auto auf zu funktionieren. Das heißt, der Ablauf ist so, ihr baut das Steuergerät aus. Das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum bei der A-Säule. Das heißt, in dem Bereich befindet es sich, natürlich innen. Und dann schickt ihr uns das Steuergerät zu mit einem Zweizeiler, was genau los ist, was ihr gemacht habt. Meldet euch gerne telefonisch vorher oder per E-Mail und dann können wir euch auch ein Angebot machen. In sehr seltenen Fällen gibt es ein Hardware-Defekt in so einem Steuergerät. Hardware-Defekt heißt zum Beispiel, dass Wasser reingelaufen ist, dass das Fahrzeug irgendwie falsch überbrückt wurde. Das kann immer passieren. In dem Fall besorgen wir euch entweder ein gebrauchtes Steuergerät oder ein neues, je nachdem, was zur Verfügung steht. In jedem Fall bekommt ihr eine Plug-and-Play-Variante. Das heißt, ihr müsst nichts kodieren, ihr müsst nicht löschen. Ihr baut das Steuergerät, was ihr uns zugeschickt habt, einfach ein und alles funktioniert wie gehabt. Und ihr habt natürlich die Garantie und wir müssen die einzelnen Steuergeräte des Fahrzeugs nicht updaten. Ihr habt kein Risiko auf das Auto. Bei anderen Fahrzeugen haben wir das Problem, dass man zum Beispiel länger mit einer defekten Lampe durch die Gegend fährt und diese Lampe sorgt irgendwann dafür, dass der Kanal in dem Steuergerät gesperrt wird. Dann könnt ihr die Lampen tauschen, so viel ihr wollt, die wird nie wieder leuchten, dann muss man das Steuergerät tauschen. Bei anderen Fahrzeugen gibt es andere Probleme mit der Beleuchtung, dass viele Sachen anfangen auszufallen. Für alle diese Fahrzeuge haben wir immer eine Lösung. Das heißt, wenn ihr ein Problem habt, wir können jedes gebrauchte Steuergerät in dem Fahrzeug anpassen und zwar so, dass es für
euch maximal komfortabel ist, maximal Plug and Play. Notfalls bekommt ihr von uns ein Kabel zugeschickt, wo wir Sachen nachkodieren können, aber in der Regel bekommt ihr das alles so zugeschickt, dass ihr das einbauen könnt und alles funktioniert. Werdet ihr mit sowas mal Probleme haben oder Freunde, Bekannte, die solche Fahrzeuge fahren, teilt gerne das Video, abonniert unseren Kanal, damit ihr mitbekommt, was es so für Möglichkeiten gibt und kommentiert gerne in der Kommentarregion, was ihr so für Erfahrungen gesammelt habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.